Hallo, ha, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge von Quattro Barbarossi. Mit meinen wunderbaren Mitstreitern. Da ist einmal die Sommerrübe. Hello! Der Well. Der wegläuft. Der wegläuft. Ein bisschen weiterlaufen zum Avonacho. Moin, moin. Hallo, hallo, meine Lieben. So, jetzt ist Sklaventreiberei angesagt, ne? Ja, Sklaventreiberei ist angesagt, genau. Mhm. Wo gehen wir hin? Naja, also offiziell. Habt ihr gesehen, dass ich da schon mal so einen Zaun hingesetzt habe? Ja, es sieht sehr schön aus. Hä? Wo jetzt? Hier. Ach, da. Na, da! Ach, cool, da guckt ja richtig Holz vorne raus. Na, deswegen ja. Wenn man es andersrum hingegangen hätte, hätte man es als Garderobe nehmen. Aber egal. Nee, der sieht gut aus. Naja, bei den vielen Holzflöcken würde ich aber eher sagen, eine Schuhgarderobe. Ja, jetzt gefällt mir die Mauer auch besser, weil jetzt sieht das auch wirklich mehr nach Mauer aus. Irgendwas, was hast du denn da jetzt hingesetzt als Wand? Oder sind das... Fundamente? Was andere waren doch auch Fundamente, die du da vorher hattest, ne? Die aber so wuchtig irgendwie aussahen. Oder was das eine sind die viereckigen und das andere sind die Zaunfundamente. Und die Zaunfundamente habe ich vor den viereckigen davor gesetzt. Und deswegen sieht das optisch dann besser aus. Das sieht richtig gut aus für mich. Ja, das sieht echt richtig gut aus. Ja. Wie so eine Burg. Eine Burg im Aufbau. Eine Burg. Ja, ihr müsst mich führen, Leute. Wo müssen wir hin? Na, hier rechts sind sie doch gleich. Wenn ihr kurz warten könntet, dann könnte ich sogar hinterher kommen. Also wie gesagt, wir müssen Überlebende haben. Überlebende Zockerrübe. Ja, ihr beiden. Ja, ja, da, den aber nicht hier. Lass welchen. Ja, den. Ach, Mann, hab ich mich verjagt. Ja, Gott. Nee, 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 alles gut. So, warte Überlebende, mal, ne? So Dolch, war das. Mhm. Wollten wir nicht mit dem Dolch? Nee, mit dem Knüppel. Ja, vielleicht können wir ja einen anlocken oder so. Das mal gucken. Nee, ich dachte, mit dem Dolch kriegt man mehr Leder. Das war doch der Sinn vom Dolch, oder bin ach ich? Ach so, nicht? Ja, stimmt, hast boah, recht. Ich werd hier schon wieder. Ja, ist ja nur Hyäne, aber trotzdem, ich verjag mich doch so. Okay, oh, well. Mit dem Knüppel, wenn der liegt, nicht nochmal zu hauen. Mit dem Knüppel, wenn der liegt, nicht nochmal zu hauen? Nee. Hast du jetzt gesagt? Ja, also überhaupt, wenn jemand am Boden... Nochmal hier! Oh shit! Oh Gott! Hier sind doch schon welche. Ich mach mal eben die Hyäne hier. Oh, lass uns abhauen. Hier sind zu viele. Hier sind vier Gegner jetzt. Mhm, kriegen wir hin. Nee, lass uns abhauen. Einer liegt. Okay, dann versuche ich die mal, die anderen... Oh, der sieht aber... Dann müssen wir sie killen jetzt. Ja, oh, wow. Weiß nicht, das sind Fighter. Ja, ich glaube nicht, dass wir die... Au, 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 au. Oh, ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen, Rell. Nee, er hat mich gekillt. Ich bin auch dood. Rübchen wurde gezweiteilt. Ja, lebst oh, du noch? Ouch. Ich laufe gerade weg, deshalb. Lebst du noch? Ich lebe noch, leb ich? Ja. Ich laufe gerade weg. Ich habe eine Fessel. Ich könnte ihn... wir bräuchten eine Fessel, um den hinterher zu schleppen. Abo... Wir kriegen Besuch. Ich mach gleich die Tür zu, wenn ich reinkomme. Mal gucken, ob das was bringt. Oh, warte, ich komm. Ich bin hier wieder am Dings. Lass die Tür auf. Die sollen ruhig rein. Oh, die kommen noch von hinten. Da sind sie. Hä? Oh! Shit! Oh, Leute. Ich komme. Alles klar. Alle weg, alle ne? Dood. Ja. Okay, dann will ich mal gucken. Liegt der Betäubte da noch? Habe ich jetzt nicht auf die Schnelle gesehen. Oh, Sandsturm kommt. Ja, super. Vielleicht fliegt sie ja mit ganz viel Glück hier vorbei. ob der da noch liegt, weil... den würde ich ganz gerne jetzt mit mir ziehen. Ich habe das Seil hier. Oh. Wo lag er denn? Sandsturm kommt. Oh, hier liegt noch einer. Der ist doch aber tot. Ja, der ist tot. Nee, ich hab die zwei da weggeschnetzelt. Hab die mit dem Messer gedingst. Ich geh mal gerade kurz hier ins Gebäude rein. Also so viel zu Überlebenden. Ja, wenn die in unserer Basis sind, dann müssen wir die kaputt machen. Ja, nee, ich dachte, der draußen wäre. Ich dachte, du hättest einen niedergeknüppelt und der wäre betäubt. Ich hab doch gar keinen Knüppel. Ich hab doch nur mein Schwert. Ich meinte, eine von den beiden Mädels. Ich glaube, Zockerrübe sagte, ne? Hier liegt einer. Ja, da lag einer, genau. Aber ich weiß nicht genau, ob der jetzt nur bewusstlos war oder ob der auch total fertig war. Aber hier ist noch ein Einzelner. Den könnten wir uns gleich nochmal schnappen. Wenn ihr nochmal runterkommen wollt. Oh, ich werde hier beschossen.
warte noch mal eben kurz auf den Sandsturm, weil der ficht gerade über mich weg. Der tut aber nichts, ich stehe auch draußen. Ich bin beim gegnerischen Camp. Sieht cool aus in dem Licht hier. Aber mich hat einer... Ey, ich werd von Pfeilen getroffen. Was? Mich beschießt hier jemand mit Pfeilen. Bin ich tot? Ja, ich sehe ne. Komm einfach der Fackel hinterher. Oh, fuck, ich sehe gar nichts mehr. Die stehen hier bei uns. Moment, ich muss erstmal hier reingehen. Ach, deshalb Hütte. Ist hier keine... Ach, wir stehen bei euch oben. Okay, dann versuche ich mir den einen hier zu krallen. Alleine mit dem Knüppel. Vielleicht kriege ich das ja hin. Das der ja stand bei uns oben. Der steht nicht mehr. Okay. Ich habe den nicht gesehen, sonst hätte ich ja auch gekämpft, aber ich habe überhaupt nichts gesehen. Ich habe auch gesucht und dann habe ich gesehen, wie der Fall in deine Richtung geflogen ist und dann war er platt. Oh, danke, aber meine Güte. Erst dachte ich, das wäre der Sandsturm, wo mir so Hölzer ins Gesicht fliegen. Aber. Nein! Nein! Ja, nee, warte. Wie benutze ich denn das Seil? Was? Wie benutze ich denn das Seil? Musst du das gegebenenfalls irgendwie rumlegen? Ich habe das Seil in der Hand. Ich schlage immer auf ihn ein. Weil noch ist hier nämlich auch ein feindlicher Bogenschütze. Also ich habe hier einen. Ach, drücke E zum Wegschleifen. Ja, mache ich doch. Ich drücke doch E zum Wegschleifen. Ah, alles klar, nur einmal E drücken. Ich bringe was mit. Ja, super. Leute, ich kann drei neue Rezepte... Kann mir jemand entgegenkommen und leuchten? Ich sehe nichts. Es ist stockdunkel. Ich kann die Fackel nicht in die Hand nehmen, glaube ich. Dann verliere ich, glaube ich, meinen Sklaven. Warte. Wo bist du? Einfach, komm mir mal entgegen. Hast du eine Fackel, Queenie? Ja, Queenie hat eine Fackel, okay. Komm mir einfach mal entgegen. Du musst nur die Treppe runterlaufen. Das würde mir schon helfen. Ich weiß nicht mal, ob ich noch was hinter mir herziehe. Ich sehe nichts. Es ist pechschwarz. Doch, du ziehst noch was hinter dir her. Ja? Wie, das kannst du auf die Entfernung sehen? Warum sehe ich denn das nicht? Das weiß ich nicht. Okay. So. Wie sieht denn das aus? Oh, das sieht, hoffentlich kann er tanzen, sag ich mal so. kann er nicht, das ist ein Bogenschütze. Achso, ich sehe es gerade, Dachfari Bogenschütze 2. Ja. Okay. Das ist, Tänzer waren geradeaus. Oh. Jetzt hat einer von uns schon die Schellenfackel? Hat jemand was zu essen dabei? Nee. Ich habe nur rohes Fleisch. Ich müsste mal eben was anhauen. Glaube nicht, öffnen. Ne? Und wie kriege ich den Sklaven da jetzt rein? Ach, jetzt ist der Bogenschütze da. Ja, jetzt ist er drin. Und ich habe hier zwei gegrillte Keule, gebe ich ihm mal. Eigentlich kann man das muss ich mir jetzt auch mal angucken. Eigentlich kann man sich aus diesen Käfern und Pflanzenfasern Essen machen für die Sklaven. Diese Suppe. Aber ich glaube, ich habe gelesen, Fleisch geht auch. Ach jo, Brenner. 21 Minuten dauert das jetzt, bis er gar ist. Ja. Jetzt müssen wir den 21 Minuten lang füttern. Oh Gott. Danke fürs Helfen. Ach, ne, habe ich alleine gemacht. Entschuldigung. Ja, ganz ehrlich, wenn ihr den Bogenschützen nicht abgelenkt hättet, den zweiten, der da noch war, dann hätte ich das natürlich auch nicht, ne? Warte mal, haben wir denn hier... Wieso liegen auf einmal Tierköpfe bei mir in der Schublade? In der Schublade? Ja, die haben wir da vorhin reingelegt. Ja, wir haben die da vorhin reingelegt, Queen. Warum ich gerade meine? Mann, mein Ding ist weg. Mein Faserbett. Ja, weil du gestorben bist. Ja. Ja, stimmt ja. Wir können auch ein richtiges Bett mal herstellen. Ich weiß aber nicht, was man dafür skillen muss. Aber das bleibt dann auch nach dem Tode erhalten, ne? Richtiges Bett ist... Braucht denn jeder eins oder reicht das dann für unseren Clan? Wenn du so ein also ein richtiges Bettenmacher brauchst du 3 Kosten und du brauchst Stufe 13 und du brauchst den Handwerkerlehrling. Ja, den Handwerkerlehrling hat doch jeder, oder nicht? Mhm. Aber noch nicht Stufe 13, oder? Ich bin Stufe... Nee, ich bin Stufe 11. Ich auch 12. Oh, ich habe wieder 3 Skillpunkte verfügbar. Was könnte ich denn mal machen? Steindurch brauchen wir nicht, ne? Die Keilblöcke und sowas da, also mit den ganzen Sanddingern ist, glaube ich, Avo gut versorgt, ne? Mit den Gebäudeteilen, ne? Was ist mit den Strohdächern? Mit den Strohdächern, Avo? Strohschrägdach? Okay. Habe ich noch nicht. Also Strohschrägdach könnte ich machen.
bin auch gerade mal auf Stufe 11. Ich mach mal ein Strohschrägdach. Zimmermann würde es hier noch geben, den könnte ich lernen. Werkbank eines Zimmermanns, mit Werkzeugen für Zimmerleute, geformtes Holz kann man dann machen, für den Bau von Gebäuden, ein Holzschild und ein Wandschild, obwohl das ist auch nicht so wichtig gerade, ne? Nee, nicht unbedingt. Also, habe ich auch schon gedacht. Alternativ ein Eisenschild könnte ich lernen. Die Eisentage? Ja, das ist vielleicht gar nicht so blöd. Mhm. Weil da brauchst, du, da brauchst du auch den Rüstungsmacher für und den habe ich ja auch gelernt. Aber ja, dann mach das mal bitte. Es ist sinnvoll, dass ich das mache, ne? Oder? Genau, das war super. Alles klar. Ja. Ich mache dann noch ein invertiertes Stroh-Schrägdach. Meine Fresse, ey. Und dann war es das für jetzt. Also wenn gleich 50 Ziegel durchgelaufen sind, kann ich mal die Werkbank des Schmieds machen. So, was brauchen wir denn für das Eisenschild? Och, das ist ja nicht viel. 16 Eisenbarren und 16 Holz. Das ist ja geschenkt. Ich mache uns mal 4 Eisenschilde, ne? Gerne. So. Ja, okay, das, cool. Das hält bestimmt länger und auch besser. Ich setze jetzt erstmal mein Bett hier wieder irgendwo Wobei hin. Wobei ich das Schild halt auch öfter mal benutzen müsste. Oh, jetzt ist das Leder ausgegangen. Und gehe jetzt noch mal ein bisschen Pflanzenfasern holen. Das mit dem Dolch, hat in der Tat geklappt. Da kriegt man echt mehr Leder raus. Ja? Ja. Ich glaube, minimal, aber immerhin. Also wir haben jetzt, warte mal, wir haben jetzt 42 Leder und verstärktes Leder haben wir auch noch. Ich weiß nicht, ob wir nicht auch noch mal Tierhäute bräuchten, um unsere jetzigen Rüstung mal zu reparieren, statt dass wir alles in Leder umwandeln. Wie seht ihr das so? Ja. Ich würde mal gucken, ob ich uns. Können wir da auch mehrere Sklaven drehen lassen? Ja, ich glaube schon, oder? Da sind ja viele Slots. Gehe ich mal von aus. Ja. Och, der ist ja gar nicht viel. Wie viel Leder braucht ihr denn? Was macht denn hier Illen? Ich dachte, irgendwas. Was macht denn hier Illen? Ja, nee, irgendwas hat er eben gemacht. Okay, da unten ist keiner mehr. Ich guck mir mal das Camp an von den Gegnern. Oh ja, da komme ich mit. Dann muss ich erstmal wieder hochlaufen. Hallo, Apu. So. Das möchte ich mir doch auch mal ansehen. Aber erst repariere ich mein Schwert. Also ich sammle jetzt gerade noch ein bisschen Plant Fibers, also hier Dinger, ne? Und hole noch ein paar Tierchen mit. Beziehungsweise nicht nur Tierchen, sondern auch ein bisschen Leder. Lederdu. Nein. Entschuldigung, es war nur eine Hygiene, Mann. Das ist ein What the fuck, well? Es tut mir furchtbar leid, ich bin aus irgendwelchen Gründen bin ich gerade echt schreckhaft. Ich weiß es nicht. Ich habe mich doch hier nur. Ich wollte doch nur gucken und dann bin ich bin im Entdeckungsmodus und dann bin ich sehr leicht verletzlich. Vor allen Dingen, weil ich am Arsch, ey, wie es ist. Ich habe gesehen, dass die Hyäne auf einmal losgerannt ist und ich habe gehofft, dass sie auf dich losrennt. Und ich habe dich gesehen, weil ich diesen schönen Schrei wieder hören wollte. Oh, nein, aber ich habe dich nicht gesehen. Sonst hätte ich sie natürlich geschnetzelt, aber. Truhe: 24 Tierhaut, 36 Pflanzenfasern, 17 Stein und 18 Holz. Immerhin. Da war eine Truhe im Lager. Die kommt man plündern. Geil. Und spawnen die wieder neu hier? Oder? Ja, bestimmt. Bist du okay? Ja, aber ich weiß gar nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll. Fällt mir jetzt gerade auf. Warte mal, ich versuche mal eben wegzukloppen. Weil du stehst ja im Feuer. Ja. Nee, kann ich. Oh. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ich habe nichts gesehen. Also, das war schon so, als wir gekommen sind, ne? Ja, also ich weiß auch nicht, hier war nichts, ne? Nö. Nee. Aber cool sind diese Zelte. Boah, was glaubst du, wie sauer die werden, wenn die respawnen und sehen. Und die Kohle klaue ich dann auch noch.
Also wenn die Hyänen loslaufen, ist das tatsächlich immer ein Spieler. Wenn man sowas sieht, dann kann man direkt zu Hilfe laufen, weil die ist wirklich losgerannt. Aber ich habe dich nicht gesehen, deswegen wusste ich nicht ganz genau, ob sie auf dich losrennt. Ist das immer so? Oder aber du hast mir ja die Daumen gedrückt, habe ich. So habe ich das verstanden. Nein. Das war natürlich nur ein Scherz. Oder greifen die auch Tiere an? Andere Tiere, ne? Ich glaube, weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. Tänzer, wo kriegen die? Ich meine, hier sind ja noch weitere Dörfer. Ich will mal hoffen, dass die. Ja, du, auf der anderen Seite vom Hügel ist einer. Hier, da oben. Da kannst du. Da oben ist einer. Genau da. Ah, guck mal. Ist das ein großes? Jetzt halt. Also, ich meine, sonst müsste man nochmal zurück ins Startgebiet. Da findet man bestimmt leichter Tänzer irgendwie so. Achso, und in dem großen Ding da, wenn wir von unserer Basis aus runtergucken, da ist richtig Highlife in Tüten, ne, da in diesem Felsen da, ne? Da bin ich wirklich immer am Teaser mal ganz kurz reingeflogen. Also bis ich dann gemerkt habe, dass das die Stelle ist, wo wir wohnen. Okay, ich bringe was mit. Geh mal weg da. Oh, die könnte aber gut passen, oder? Oh ja, die kann bestimmt tanzen. Oh, die ist aber hartnäckig. Nee, das ist die Kämpfer, die ist hartnäckig. Ups, oh. Sorry. Aber kann man jetzt einen Kämpfer auch zum Dingens machen? Ich, keine Ahnung, vielleicht steht die dann nachher auch einfach nur rum. Aber vielleicht tanzen die. Ich kriege einen Bogen in den Rücken, kann das sein? Ja, Pfeil? Ja. Die wollen die wieder haben. Drehen die uns die hinterher? Von dem. Ich kann mich nee, nicht er suchen. Steht noch. Er kommt ganz langsam angeschlichen. Aber du hast noch. Kann ich auch sprinten? Oh, ich kann auch damit sprinten. So. Es könnte sein, dass der so ein bisschen also ich bin jetzt bei unserer Basis. Du kannst so gefahrlos, du musst mich nicht mehr decken. Okay. Übrigens, wenn ihr das Messer nehmt, um die Tierhaut zu nehmen von den Tieren, ne, müsst ihr mit der rechten Maustaste machen. Weil die linke Maustaste nimmt auch Fleisch auf, aber die rechte Maustaste nimmt dann nur die Tierhaut auf. Passt denn da nur einer rein? Nee, du kannst Schwert und Dolch gleichzeitig. Das ist eklig. Ja, das ist eklig. Das ist eklig. Ich mach aber nicht. Ich muss sie da wieder rausziehen. Was ist da? Leute. Komm mal zum Rad. Oh Gott. Aber das schnell, ist unglaublich, die zwei, ne? Die steht auch irgendwann wieder auf. Wenn du kannst, komm zum Rad. Das arme Ding. Wenn du kannst, komm zum Rad. Kannst du schnell da sein oder geht nicht? Hallo? Grüfchen? Ich? Ja. Warte, ich komme sofort. Ich aber bin dann auch hier. Sofort, weil die kann auch gleich wieder aufstehen vielleicht. Ja, aber die ja, kann Moment, gut ich tanzen, bin... muss ich sagen. Es ist, oh, ist eine Tänzerin, ist eine geborene Tänzerin. Ne? Ich will Moment, auch sagen. Moment, Leute. Ach Leute, ihr macht mich wahnsinnig. Du kannst es dir in der Aufnahme angucken. Ihr macht mich gerade wahnsinnig. Nein, nicht aufteilen, ablegen. Ablegen, alles ablegen. Ablegen. Nee, ich krieg sie da auch nicht rein. Der andere ist automatisch verschwunden, als ich am Rad war. Und Hab da mal am Rad gedreht. So, ich komm mal eben. Also ich möchte ja auch nicht sagen, aber das sieht so ein bisschen verbuggt aus. Etwas. Sag mal, Rübchen, was machst du denn? Ja, ich bin hier gerade Tiere am Jagen. Ich bin gerade Fell am Jagen, Leute. Du jagst Fell. Ja, genau. Ich stelle mir fast vor, wo sie vor so einer Gruppe unheimlich flauschigen davon schleicht. Alter, ich gehe mal 500 Kilometer weit weg. Kein Platz mehr in Werkstatt. Steht ja auch rechts oben. Stimmt. Also, der wird bereits verwendet. Man kann wirklich nur einen da. Das ist jetzt doof. Weil irgendwann steht die wieder auf und ich glaube, die wird ziemlich sauer sein. Ja, könnte sein. Ich bin gleich da, ich muss nur noch eben ein kleines bisschen Ausdauer hier mal wieder. Wie lange braucht der andere denn noch? 10 Minuten? Das wird er da in dieser Folge nichts mehr. Was brauchst du für dieses Rad? Ein zweites schnell bauen? Hast du da genug Schüssel für? 100 Metall, 240 Holz, oder 160 Holz, 240 Stein. Wir können mal kurz gucken. Ja, ein zweites hat kann nicht schaden. Was denn? Wie das arme Ding hier mit rumzieht. Es tut mir leid.
Das ist unglaublich, die zwei, ey. Gesichtspeeling. Die zwei, das ist echt unglaublich. Leute, ich komm. Ja, ist alles schon weg hier. Flupp durch die Wand. 100 Metall, 200 Stein. Ist das großartig. Ich bräuchte noch Holz, glaube ich. Wo seid ihr denn? Und 38 Zwirn, warte mal. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Seid ihr in der Hütte oder seid ihr hinten beim Rad? Jetzt sind wir in der Hütte. Hier ist Holz, okay. in der letzten Gartenkiste. Ich kann mich noch nicht mehr bewegen jetzt, weil das wiegt alles extrem viel. Warte mal. So, was braucht ihr? Ich bräuchte noch 18 Zwirn. 18 Zwirn? Ja, warte, ich mach mal eben schnell welche. Ich habe nämlich 100 Zeug mitgebracht. Wie viel Holz brauchst du? Insgesamt brauche ich 220 Holz. Ich habe 18. Oh, okay. Die steht bestimmt gleich auf und verprügelt mich, während ich mich nie bewegen kann. Pass mal auf. Oh, ich kann mich jetzt auch nicht mehr bewegen. Auch geil. Wirf rüber, ich fange auf. Ich brauche noch irgendwas, wo ich den ganzen Dings reinpacken kann. Oh, ich kann auch sagen, drücke E zum Freilassen. Das ist aber nicht so cool. Die ganze Tierhaut. Das mach ich jetzt nicht. So, ich drop dir mal. Ja. Well. So, Moment. Ablegen. 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 Okay, so, und die, also Zwirn ist incoming. Ah, nee, ich hab alles. Ja? Ja, okay. Ich muss nur kurz sagen, weil der nimmt die Materialien ja erst aus dem Inventar, wenn es fertig gecraftet ist. Und dann musst du dir es eben am Rad nochmal angucken. Aber wo bist du denn? Ah, okay. Ich bin hier Steine kloppen seit einer Ewigkeit. Abo der Steinmetz. Also wenn du dir einen sehr merkwürdig buggenden NPC gleich mal angucken möchtest, bist herzlich eingeladen. So, Moment, ich muss mal die Steine wegpacken hier, weil sonst ist trotzdem nichts mit bewegen hier. Ah ja, alles klar, passt. Okay, gehen wir zurück. Ui, flupp. Ja, ich komme mit. Trinken. Lach macht durstig. Eben gucken. Lach macht durstig, ja. Boah, wie er die hinter sich herzieht. Guck dir das an, ey. Die arme Sau. Über den Steinboden jetzt drüber. Jetzt musst du mal gucken hier. Jetzt gibt es hier gleich ein Problem. Ja, siehst du das? Was denn? Du siehst das nicht? Was denn? Was mit der Dame passiert? Ja, doch, die liegt da irgendwie, aber die... Die liegt nicht. Bei uns bewegt die sich ziemlich heftig. Ja, ziemlich heftig. Bei mir liegt die. Kennst du diese Figuren, die sich so mit Wind füllen und dann so im Wind sich bewegen, diese komischen... Echt, die liegt da normal nur? Die ja, die liegt da nur. Ach, schade. Ey, du musst es dir bei uns mal angucken. Wie sieht's bei dir aus, Avo? Bei mir liegt die auch nur. Was? Verstehe ich gar nicht. Well, haben wir Hallus? Ich weiß nicht. Warte mal, aber Abo ist zu spät gekommen. Geh noch mal bitte dran. Wer ist das dran. Hier? Kannst du? Ja. Achso, warte mal. Abo ist zu spät gekommen. Ja, warte mal. Dann, Moment. Ja, aber... Oh, jetzt hast du sie fallen lassen. Oh, das wollte ich gar nicht. Drücke E zum Wegschleifen. So, okay, ja. So. So, Abo, jetzt musst du noch mal gucken, ob das jetzt bei dir, ob die bei dir immer noch liegt. Jetzt hängt die mit dem Kopf im Stein. Oh Gott, der Stein rollt über ihren Kopf. Nein! Also bei mir backt die hier richtig durch die Gegend. Ja, bei mir auch. Das ist wie... Aber guck, dann müsst ihr euch das... Ich will das Rad eben aufstellen. Ja, ja. Das bei mir liegt die nur. Könnt ihr da mal weggehen eben? Weil genau da will ich es hinstellen. Und dann blockiert das. Dann können wir die ja nebeneinander stellen hier. Öffnen. Ah, jetzt ist sie da auch drin. Hä? Warum habe ich denn das Seil immer noch? Ah ja, okay. Okay, wo ist sie denn? Da muss jetzt noch was zu Mampfen rein, richtig? Ja, ich nehme den gerade drüben 5 Fleisch weg, dann passt das. So. Ich habe hier auch noch ein bisschen Fleisch. Das nee, kann ich die, der braucht nicht viel. Der hat von den 10 Fleisch überhaupt noch nichts gegessen hier. Ach. Echt? Oder essen die doch nur diese Suppe? Aber dann würde das Versklavenloch eigentlich gar nicht funktionieren, dachte ich. Ach so. Oder? Aber wo ist sie denn jetzt? Ich sehe die doch gar nicht. Du, nee, ganz ehrlich, er kriegt gar kein Dings da unten zu. Das ist der Brennstoff, der noch so lange hält. Kann es sein, dass das mehrere Tage dauert, bis so ein Sklave umgesetzt ist? Oder muss man Suppe nehmen? Ich meine, ich habe auch gelesen,
Ich glaube, ich muss die Suppe nehmen. Ich glaube, ich muss Suppe herstellen. Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Wie stellt man denn diese Suppe her? Mit diesen Bohnen und? Und Pflanzenfasern. Okay. Wir haben 25 Minuten voll. Soll man hier... Ja, mal einen Cut. Ja. Okay. Genau. Aber wo ist sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Sie ist da jetzt auch drin, in dem zweiten Rad. Nee, sehe ich nicht. Müsste unten rechts in der Warteschlange hängen, quasi. Also, es klingt jetzt komisch, aber es ist so. Ist sie da nicht in der Warteschlange? Ach doch, Dwarfi-Kämpfer. Darafari-Kämpfer, so, Dwarfi-Kämpfer. Doch, ja. 26 Minuten Brennstoff. Jo, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal einen Cut, meine Lieben. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr immer zuschaut hier so fleißig und bedanke mich auch ganz herzlich bei meinen Mitstreitern. Yay! Und yay. Ja, verabschiede mich von euch. Vielen Dank, meine Lieben. Bis dann. Aloha. 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 Ciao, ciao. Tschüss.